Mittwochmorgen in Bologna. Und ratet mal, wer bis 6 Uhr morgens feiern gewesen ist. Hallo. Das ist auf jeden Fall das Zimmer, in dem wir in Bologna geschlafen haben. Wir haben einen Fernseher, wir haben braune Ausstattung, wir haben ein Bett. Das Bett, muss ich sagen, war nicht das bequemste, aber es ist eigentlich trotzdem irgendwie jetzt so ein ganz süßes Zimmer. Das ist der Ausblick. Das ist irgendwie cool, muss ich ehrlich sagen. Ich mag diese Stadt, also Stadt hat Zauberei. Badezimmer, ich bin so ein Typ, ja, wenn ein Badezimmer nicht so 100% clean ist und so, auch nicht so einen cleanen Eindruck macht, habe ich ein richtiges Problem. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. So viel zum Hotelzimmer. Du bist ja mit dem großen Bett, Bruder. Was beschwerst du dich? Gefühlt habe ich geschlafen. Da drauf. Mein Körper war auf dem Polster, beziehungsweise auf der Matratze, und meine Hände und Füße waren am Boden. Eine Sache muss ich auf jeden Fall über Bologna loswerden. Ihr merkt es, schaut, die Sonne strahlt mich an. Lasst euch nicht täuschen von der Schönheit. Es ist richtig kalt die letzten Tage gewesen. Gestern war so kalt. You shaking. Gestern waren wir auch shaken. Wo waren wir shaken? Es gibt wirklich keine Stadt, in der wir es nicht schaffen, in irgendeinem Club zu landen oder so. Ich dachte, okay, wir sind in Bologna, ist nicht so viel los, weißt du, ich meine. Hab auch nicht an den Abend geglaubt. Wir saßen dann noch in der Bar, zweite Flasche Wein getrunken und dachte so, okay, passt, gemütlich, wir gehen jetzt dann gleich schlafen. Irgendwie 30 Minuten später hatten wir zwei Mezcal-Margarita in der Hand und haben rumgeschrien. Und sogar noch einen Club gefunden an einem Dienstag. Ich schwöre, jeder Laden hat zu uns gesagt, hey, es ist Dienstag, Clubs gibt's nicht. Ich hab nicht dran geglaubt, weißt du? Wir sind wirklich noch in einem Laden gelandet. Ja, da waren wir 15 Minuten drin, dann sind wir auch gegangen, weil das war es nicht. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wie lange wir in diesem Club waren. Ich habe nur eine Runde Shots getrunken mit drei Jungs. Die waren, ich glaube, auch aus Deutschland, oder? Kannten richtig cool. Aber, oder war das? Ja, die kannten uns. Zumindest einer von denen, glaube ich. Ich weiß nicht. Vielleicht waren die doch Italiener. Ja, das. Eins muss man auf jeden Fall sagen, die Busse sind immer voll in Italien und die Busfahrer, die geben wirklich gar keine Rücksicht. Wir saßen vorher ganz hinten, da ist wirklich Rollercoaster. Lukas hat fast gekotzt. Ein dicker Kuss geht natürlich auch an euch alle raus. Wir werden auf jeden Fall jetzt eine Pizza probieren, die mir ein paar Leute geschickt haben, wo sie gesagt haben, es ist die beste Pizza, die sie je gegessen haben. Bist du schwarz gefahren aber gerade eigentlich? Also ich habe ein Ticket, ich weiß nicht mehr, ob es gültig ist. Hey, ich schwöre, ich habe in Wien jetzt ungefähr 10-mal ein Ticket gekauft, ja, also so ein Wochenticket kaufe ich immer. Yeah. Und ich wurde noch nie kontrolliert und es macht mich so sauer. Du kaufst die Fahrt, nicht die Kontrolle. Ah. Bin ich so hässlich oder? Nein, Spaß. Wie heißt dieser Square hier nochmal? Weißt du, das ist das. Ich weiß nur, das heißt Due Tori, zwei Türme. Due Tori. Das reicht schon gleich jetzt. Wo wir unsere Pizza essen, wird auf jeden Fall bei der Pizzeria Due Tori sein. Pizzeria der zwei Türme. Hi guys, ciao. Can we have one spicy salami? And, yes, and one margarita. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yes. Allora, sono 7 and 5. Ricardo. Italienisch, die Karte. 7,50 Euro. Kein Geld. Arigato. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, ciao, bye bye. Oui, oui, motherfuckers. Juicy aus, Digga. Hallo, ich wieder. Ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung von den Leuten, muss man ehrlich sagen. Du schaust. Boah, das ist geil. Ich bin ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass. Okay, die ist scharf. Ich habe nicht gedacht, dass die so lecker wird jetzt. Das ist geil. Könnte auch knuspriger sein. Der Teig ist cool. Einfach mal was Neues wieder. Nicht, wir essen echt sehr viel Napolitan Pizza. Ist ehrlich so. Weil sie halt auch einfach geil ist. Es gibt halt nichts anderes. Ja, stimmt. Nichts anderes Gutes. Mhm. Warum habe ich aber ein Feuerzeug gemacht? Ganz Bologna besteht hier aus solchen Bögen. Und ich muss eine Sache sagen, es sieht sehr schön aus und ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, wenn mich nicht alles täuscht. Es hat aber zwei Nachteile. Erstmal, der Wind pfeift richtig durch diese Bögen durch und sobald man in diesem Tunnel steht und jetzt auf der Straße viel Verkehr ist, wird sehr, sehr laut hier im Tunnel. Ein Tipp, den ich euch geben kann. In Italien. Da, da. Nicht Brot verteilen an die Tauben. Was war der Tipp jetzt aber? Abschließende Worte, ich fand die Pizza sehr genießbar. Schreibt
runter, was ihr vom Namen der Serie haltet. Foodfellas. Wir hatten schon sehr, sehr viel Spaß, haben sehr, sehr viele Länder, Städte bereist. Aber das war auch mal sehr angenehm für uns. Die Jungs haben einfach wirklich sehr, sehr viel übernommen. Leo hat so viele Sachen organisiert. Benny hat so gesagt meinen Job übernommen. Und will mir auch ein bisschen Konkurrenz machen, habe ich das Gefühl. Aber ich bin eindeutig der bessere Kameramann. Es tut mir leid, Benjamin. Ja. Okay. Ja. 2 Stunden später. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum Flyhaufen, Leute. Bologna ist over. Wie ist es so zu arbeiten mit Lukas und Randy? Drei Worte. Lustig, spannend, lecker. Was sind die Schwächen von Lukas und Randy? Die Schwächen von Lukas und Randy? Boah, fällt mir da welche ein? Gibt's welche? Pünktlichkeit. Aber geht. Wir haben auch vorher gesagt, dass du der bessere Kameramann bist, auf jeden Fall. Zwischen uns beiden. Ich bin eindeutig der bessere Kameramann. Auf dem Weg zum Flughafen durften wir die erste Folge Foodfellas einmal Probe schauen. Es gibt eine Sache, das muss ich jetzt aussprechen. Diese Effekte dazwischen. Schuh, schuh, rein, raus. Das muss raus. Das ist Katastrophe. Findest du das gut? Wischer. Nee, gar nicht diesen Wischer, diesen bunten. Ja, das ist ein Wischer, ja. Ja, genau. Ah. Was sagst du? Barcelona, ich sag, ist geil. Auf jeden Fall besser als erwartet. Die Effekte würde ich rausmachen. Okay. Von allen drei Städten, bei denen wir bis jetzt waren, du musst in eine ziehen. Welche wär's? Kopenhagen. Kopenhagen? Warum? Schöne Frauen. Mein Mann. Treno per aeroporto. Kopenhagen? Die Lisboa. Wetter. Lisboa? Wetter. Lisboa ist auch stark, da gibt's auch gutes Essen. Meine allergrößte Angst vor unserer nächsten Stadt oder überhaupt beim Fliegen ist, dass mein Koffer nicht ankommt. Barcelona hatte ich das. 4 Wochen war mein Koffer nicht da, 2 Wochen war ich in Barcelona. Yes, sir. Where's my passport now? I lost my passport. Ich mag das hier. Die Leute sind da wirklich alle sehr freundlich. Sollte die Serie fortgeführt werden? Auf jeden Fall. Sollte die Serie fortgeführt werden, wo würdet ihr am liebsten hin? London wird mir schon gefallen. Ich glaube, London wäre ganz cool. Hey, Leo und Randy verstehen sich auf jeden Fall. London ist stark. Ich würde sagen New York, weil es voll die Vielfalt hat. Ah. Okay, und Benny und Lukas verstehen sich auf jeden Fall. Ich drop das jetzt einfach. Du weißt ganz genau, was er sagt. Die Stadt fängt mit S an, oder? Nein. Ah, okay. Kolumbien. Kolumbien. Könnte auch krass sein. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt es ab auf Join. Das war's jetzt auch mit dem Vlog. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Zu leid, ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Eine Kaffee in Bologna ist wie eine schöne Frau in Spanien. Komm, sag mal. No. No? No, thanks. Warum redest du so viel? Otario, Otario. Bruder, wir sind da hinten einfach am Boden gesessen und haben die Pizza gegessen.